Ja, wenn ich heute das nur mit dem Zugfunk irgendjemandem erzähle, der viel jünger ist als ich, Zugfunk, was war denn das? Also viele können damit gar nicht mehr anfangen. Aber so, das war kurz vor der Wende, muss das gewesen sein, da gab es diese Züge von Berlin nach Innsbruck. So eine Ferien, so eine Urlauberzüge. Und da war auch richtig Zugfunk drin. Und da weiß ich, dass unsere Leute, ich war ja damals nicht mehr dabei beim Zugfunk, da war ich ja längst im Rundfunk, da hieß es, nee, da war ich doch, doch. Und da hieß es dann, könnt ihr uns nicht ein bisschen helfen? Und da haben meine ehemaligen Kollegen von der Außenstelle der Warschauer Straße in Berlin diese Züge auch, sind die auch gefahren als Zugfunksprecher und haben da Programm gemacht. Weil das eben wirklich in der DDR war das eine gängige Geschichte. Da gab es auch andere Zugfunkaußenstellen in anderen Städten, Erfurt zum Beispiel, Weimar war was. Und die haben dann diese Züge auch bedient mit dem Zugfunkprogramm. Und später wurde das dann in dem Maße, wie also Programm gemacht wurde, abgeschafft. Aber wenn ich heute mit dem Zug fahre und das Personal begrüßt, dann denke ich, ach, Zugfunk. Und dann sagen sie an, die Station, die Verbindung und so weiter. Ja, und dann sage ich, na klar, auch Zugfunk. Bloß, dass sie eben kein Programm machen, keine Musik einspielen, sondern da hat heute jeder eben eine andere Möglichkeit, dass er eben dann irgendwie so ein Gerät mit hat und da selber dann hören kann, was er will, also individuell, ja. Aber damals war das richtig, Kabine, laut, Lautsprecher, wenn man das hören Auch wollte. Hörspiele Naja, das oder war Hörspiel, dafür war die, wie sagt man, Qualität, die die Vom Tonqualität. Hören, die Hörqualität, also von dem Oberbau der Schienen, das war ja manchmal so laut, dass man das gar nicht, also wenn man da Musik gespielt haben, so, das ging dann schon immer, Musik, aber kurze eben Anekdoten. kleine Geschichten, vor allen Dingen so Streckenmanuskripte, kleine Geschichten über die Orte, die wir durchfuhren oder wo große Umsteigebahnhöfe waren, da hat man dann was erzählt über den Ort oder so. Das war so ein bisschen geschichtsverbunden, heimatverbunden, da gab es schöne Sachen. Und in dieser Zeit, wo ich beim Zugfunk war, also 1958 bis 1960, da gab es auch Kilowagen. Das kennt nun heute kaum noch jemand. Und zwar Kilowagen wurden auf den großen Strecken, die ich auch gefahren bin, innerhalb der DDR eingesetzt. Da war auf der Hälfte etwa dann ein großer Umsteigebahnhof. Und da wurde der eine Film bis dahin gezeigt, dann war umsteigen, da kamen neue Leute meistens, die alten stiegen aus, der Film war dann zu Ende und dann wurde der nächste Film gezeigt und die sahen dann bis zum Endbahnhof, wenn sie so weit fuhren, den Zug. Also man konnte in den Kinowagen gehen, der war auch recht der Kinowagen im Zug und da haben die Leute dann Kino gesehen, Kinowagen. Also das kannte man dann hinterher, das wurde dann abgeschafft, das kannte man dann wirklich nicht mehr. Aber es war, damit es nicht langweilig war, im Zug während der Reise haben die Leute dann eben im Kinowagen sich amüsiert. Und da denke ich heute noch manchmal dran, wenn ich so ehemalige Kollegen von früher treffe. Ich sage, weißt du noch, Kinowagen gab es auch, als wir Zugfunk hatten. Und die Passagiere konnten die auch zu Ihnen gehen und Ihnen Fragen stellen, oder waren Sie isoliert in einer Kabine Wir und waren in einer Kabine drin, aber manchmal kamen Leute und klopften und sagten, ach, wir wollten Sie mal kennenlernen, wer sitzt denn hier? Also das war ohne weiteres möglich. Und dann haben sie manchmal auch gesagt, ach, oh, hier mein Kumpel, der mit mir fährt, der hat Geburtstag. Können Sie da nicht mal einen Geburtstagsglückwunsch durchsprechen? Ja. Und auch eine Musik dazu, ja, können wir machen. Also solche Sachen. Und dann kamen eben so gerade Dienstreisende, die traf man dann öfter. Und ach, sie auch wieder da, wie geht's? Und so machen sie heute wieder ein schönes Programm. Also es war eigentlich für die Entwicklung, gerade zu dem journalistischen Beruf, eine ideale Geschichte mit dem Zugfunk. War Genau. schön.